Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem fulminanten Video. Wir haben eine Stargästin heute hier, und zwar Julia von Queen and Wales. Du darfst dich direkt hinsetzen. Julia, was haben wir uns überlegt für dieses Video? Wir haben uns überlegt, warte mal ganz kurz, gucke ich dich an oder gucke ich in die Kamera? Du darfst mit beiden reden. Ich darf mit beiden reden. Du darfst mit der Kamera und mit mir sprechen. Wir haben uns überlegt, wir machen so eine kleine Zusammenfassung über das Ackerlife, unsere Acker-Experience. Und wir stellen uns abwechselnd drei Fragen. Richtig. Ja, so als Recap, ne? Was haben wir in den letzten... Kann man Monate sagen? Waren es Wochen oder Monate? Monate. Sechs Monate. No way. Sechs Monate. Minimum. Wann haben wir angefangen? April, Mai? Mhm. Stimmt. Toll. Ja. Dieses Video wird Sonntag veröffentlicht, morgens. Mhm. Abends kommst du im Stream vorbei. Das heißt, wenn nochmal Fragen entstehen, schreibt die gerne unter das Video. Ganz genau. Und dann könnt ihr uns nochmal im Stream abends löchern. Ganz genau. Ich bin gespannt. Jetzt kommt's. Frage Nummer 1, wir fangen ganz entspannt an. Okay, okay. Was ist deine lustigste Erinnerung an die Ackerzeit? Oh, das ist eine schöne Frage. Die lustigste Erinnerung. Habe ich kurz Zeit nachzudenken? Ganz kurz. Ganz kurz. Ich glaube, am besten fand ich, als ich so gutmütig sein wollte und an einem wirklich heißen Tag. Ja, genau daran habe ich auch gedacht. An einem wirklich heißen Tag, wo es sowieso sehr anstrengend war, die Gießkannen von A nach B zu schleppen, weil das halt so ein bisschen, na nicht außerhalb, aber halt nicht direkt, man musste ein bisschen laufen, um das Wasser quasi auf den Acker zu bringen. Und ich habe bei den Nachbarn gegossen. Aber nicht nur ein bisschen. Ich habe mehrere Gießkannen auf dem Acker von den Nachbarn. Ja, das war ein bisschen doof. Aber es war sehr lustig, ich habe sehr über mich selbst gelacht. Persönlich, das zweite Highlight von mir ist gerade der Heimweg eben. Wir waren das letzte Mal gerade nochmal auf dem Acker und es hat geregnet wie sonst was. Ja, es war ein richtig schöner Abschluss. Man sieht es uns nicht mehr an jetzt, ne? Natürlich nicht. Schick gemacht für das Video. So Leute, jetzt werde ich bloßgestellt wahrscheinlich von Julia. Ich habe Angst. Nee, ich habe nur liebe Fragen. Du hast nur liebe Fragen? Ja. Na, bin ich mal gespannt. Ganz ehrlich, würdest du das Ganze nochmal machen? Würdest du nochmal einen Acker mieten? Ja, total gern. Also jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Privat, wenn ich das nicht auch mit der Arbeit, auch mit den Kanälen und so verbinden würde, würde ich es mir echt doppelt überlegen. Weil entgeltlich lohnt sich es, glaube ich, ein bisschen. Hat jetzt ein bisschen mehr als 200 Euro gekostet. Da kommt man schon drüber. Ist Bio-Landqualität. Ja. Man kriegt schon einiges raus. Aber das nochmal doppelt. Es ist auch viel Arbeit. So. Und es ist deutlich entspannter, einfach in den Supermarkt zu gehen oder in den Bioladen und sich das einfach zu kaufen. Deswegen verbunden mit der Arbeit ist einfach schöne Experience, so das zu teilen und auch euer Feedback zu bekommen. Deswegen im nächsten Jahr, ja, sehr gerne. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr auch nochmal Lust drauf hättet. Das war doch nicht ganz so schlimm. Das hast du, das war wirklich eine liebe Frage. Ja. So, ich habe nicht nur liebe Fragen, ich muss auch so ein bisschen herausfordern. Julia, wenn du jetzt nochmal so ans Acker denkst, ne, wir waren ja eben nochmal da, sollte ja gar kein Problem sein. Ja. Nenne doch mal alle Gemüsearten, die jetzt auf dem Acker waren. Oh, das wird mich verarschen. Also einfach alles, was da war. Ja. Okay, wir hatten Kornblumen, Ringelblumen, Wirsing, Spitzkohl, Kohlrabi, Zwiebeln. Ich glaube, es waren 2 oder 3 Reihen, ne? Ja. 2 Reihen Salate, gelbe Beete und rote Beete. Ich komme mir vor wie in der Schule. So, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Die Hälfte der Punkte hast du schon eingehalten. Wir hatten Kürbisse und Zucchini, wir hatten Mais, wir hatten Petersilie, wir hatten Sonnenblumen, die haben wir allerdings selbst angepflanzt. Und Mangold, sehr viel Mangold. Ich konnte es schön vergessen. Ich überlege gerade, war das alles? Ich glaube schon. Hast du dir keine Notizen gemacht? Hast du Wirsing gesagt? Ja, ganz am Anfang. Ja. Das kannst du ja beim Schnitt nochmal rausfinden. Ja. Wirsing? Nee, Wirsing. Ich glaube, Julia, dann hast du alle Sachen genannt. Ich hätte ein, zwei Sachen verpeilt. Ich habe mich auch immer selbst davor getestet. Ich hatte tatsächlich den Mais vergessen, obwohl wir hatten ja auch nicht viel Mais, ne? Kann man mal vergessen. Ja. Und ich glaube, Kohlrabi hatte ich noch vergessen. Stark, Julia. Stark. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will jetzt einfach drauf. Die wusste auch schon alle Gemüsearten, als wir das erste Mal da waren. Oh, und das haben wir auch. Und das, ich hatte keine Ahnung. Welche 3 Tipps würdest du Leuten mitgeben, die auch einen Acker gemietet haben? Einmal hacken ist so gut wie 3-mal wässern. Das ist auf jeden Fall der Haupttipp. Mehr hacken als wässern. Ja, ja. Das ist so der Haupttipp. Warte, stopp. Wir haben nachher gar nicht mehr gehackt. Aber da waren die Pflanzen dann auch schon weit. So, aber gerade am Anfang, hacken, wichtig, Leute. So, das ist ein Tipp. Noch 2 Tipps. Baut eure Wasserstelle nicht weit entfernt vom Acker. Nein, habt ihr keinen Einfluss drauf. Solltet ihr Zucchinis auf dem Acker haben, geht mindestens einmal die Woche hin, weil die wachsen verdammt schnell. Und wenn die verdammt groß irgendwann sind, dann schmecken die nicht mehr, dann sind die hölzern. Und man muss auch vorsichtig sein, die kann so Bitterstoffe entwickeln, die nicht so gesund sind. Also ich glaube, ich habe gelesen, 30 cm ist cool. Dann sollte man sie ernten.
wenn die so sehr groß werden, entwickeln die halt so Bitterstoffe und dann, wenn die auch wirklich bitter schmecken, sollte man die auch nicht mehr essen, weil die dann tatsächlich giftig sein können. Und das passiert meistens, wenn die halt so groß werden. Wissen mit Julia und der Nächen. Tipp 3? Ich hätte einen Tipp. Du hättest einen Tipp? Ja. Sag mal. Ich würde als Tipp mitgeben, das nicht alleine zu machen tatsächlich. Oh, das ist ein sehr guter Tipp. Arbeitsteilung und ihr könnt nicht alles selber essen, vergiss es. Ja, und gerade wenn man mal jemand ist im Urlaub, kann nicht, bla bla bla, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das ein bisschen aufteilen kann. Komplett richtig. Genau der Tipp, der wäre mir auch eben eingefallen. Da habe ich mir fast gedacht. Abschluss, du hast es eben auch mich nochmal gefragt. Unter welchen drei Bedingungen würdest du im nächsten Jahr das Acker nochmal in Kooperation bewirtschaften? Warum sagst du eigentlich das Acker? Weil es das Acker heißt. Das heißt der Acker. Warte, das Acker? Der? Es ist der Acker. Es ist der Acker. Ist der Acker. Du sagst die ganze Zeit das. Ich habe mich das so nur richtig oft gefragt. Es ist das Acker live, aber es ist der Acker. Daher kommt's. Aber das Acker live ist ja auch viel wichtiger als der Acker. Richtig. Ja. Würde ich jetzt nicht bloßstellen, wenn es auch rausstellt. Mir ist vollkommen in Ordnung. Ich stelle mich jede Woche bloß. Unter welchen drei Bedingungen? Ich müsste es nicht selbst bezahlen, sondern kann mich bei Yannick einfach mit einmieten. Perfekt. So wie ich das jetzt gemacht habe. Tipp an euch, macht es einfach genau so. Ich glaube auch die Bedingung, das halt nicht alleine zu machen, sondern Arbeitsteilung, das ist einfach sehr wichtig. Und mir beim nächsten Mal jemanden suchen, der auch rote Beete ist. Ich schaue in diese Richtung. Wir hatten zwei Reihen Beete, rote Beete und gelbe Beete. Und ich kenne da jemanden, der keine Beete ist. Ja, völlig zu Recht. Schmeckt doch lecker. Nach, nee. Und ich stand dann da und musste gucken, wo ich diese ganze Beete loswerde. Leute, mögt ihr rote Beete? Schreibt es in die Kommentare. Natürlich. Nein. Ich hätte noch einen vierten Punkt. Ja, vielleicht was etwas Ernsteres. Vierte Bedingung. Unter der vierten Bedingung, dass ich vielleicht auch pünktlich komme. Das ist eine gute Bedingung, ja. Ich muss dir noch eine Frage stellen. So. Ja, und dann sind wir durch, oder? Ja. Oha. Was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Gar nichts, lief alles perfekt. Nicht. Echt? Nein. Ich würde das nächste Mal mich bemühen, wirklich, wie ich schon gesagt habe, einmal die Woche mindestens hinzugehen. Wir hatten einen sehr dankbaren Sommer, haben wir eben auch nochmal besprochen, mit einer Nachbarin, die war auf dem Feld. Also es war relativ mild. Wenn wir das Jahr davor da gewesen wären, dann hätten wir, keine Ahnung, vielleicht alle paar Tage, zwei Tage oder so hingemusst und mit mehreren Gießkannen ständig wässern, weil der Boden sonst trocken wird. Es hat relativ viel geregnet, es war sehr dankbar, deswegen mussten wir nicht so oft hin. Aber allein, um immer pünktlich zu ernten, würde ich einmal die Woche mir hoffentlich irgendwie so einen fixen Termin eintragen. Das macht, glaube ich, Sinn, um ja wirklich nichts von der Ernte zu verpassen und die Pflanzen auch gut zu pflegen. Würde ich noch was anders machen? Ich würde es auf jeden Fall alleine machen, weil Julia ging mir sauer auf den Sack. Ich würde es nicht bei Instagram oder Julia in den Instagram-Story sperren, damit sie es nicht sehen kann. So, ganz genau. Was machst du denn da, Yannick? Das sieht aber spannend aus, Yannick. Darf ich nicht dazukommen, Yannick? Also, weil Julia hat es wirklich so aufgegriffen, weil ich habe mich so gefreut. Ich habe sie dann gefragt, ja, Julia, willst du mitmachen? Und sie dachte so, sie hat sich eingeladen, quasi jetzt mit das Acker zu bewirtschaften. Aber ich fand es richtig gut. Es war eine richtig tolle Zeit. An der Stelle würde ich mich auch nochmal bedanken. Es hat wirklich Spaß gemacht. Zu zweit war viel lustiger als alleine. Und falls ihr euch das nochmal anschauen mögt, dann jumpt gerne auf Instagram. Ich habe 3 Highlights erstellt. Ackerlife 1, 2, 3. Und bei dir können wir uns auch ein Highlight sehen. Ich habe auch 2 oder 3 Highlights, ja. Bei Julia at Green and Wales. Julia ist auch auf YouTube. Auch da sehr gerne vorbeischauen. Lohnt sich, ein Abo dazulassen. Und in diesem Sinne, komm mal her. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ich glaube, man sieht dich gerade nicht, weil du abgeschnitten bist. Ich glaube, mein Kopf ist abgeschnitten. Soll ich so machen? Ja, ist besser. Und ich freue mich auf den Stream heute Abend. Ich freue mich auch. Das ist ein bisschen komisch, weil wir drehen das Video ja vor. Ja, stimmt. Ist egal. Aber wir haben einen Spruch am Ende des Videos, den kennst du mit Sicherheit. In diesem Sinne. Habt euch lieb. Oha! Ciao! Tschüss! Voll gut!